Spinnen bevölkern schon seit etwa 400 Millionen Jahren die Erde und zählen mit zu den ersten Lebewesen, die das Wasser verließen, um das Land zu bevölkern. Seit jeher dienen hauptsächlich fliegende Insekten als Nahrungsquelle der Spinnen. Dabei entwickelten sie unterschiedliche Methoden des Beutefangs. Die bekannteste Fangmethode ist das Seidennetz. Die raffinierten Gespinste aus Eiweiß sind zugfester als Nylon und dehnbarer als Stahl. Sie können sich durchaus mit Spitzenprodukten der Technik messen. Durch die Kombination aus Stabilität und Dehnbarkeit erreicht die Spinnenseide Maximalwerte im Vergleich zu anderen Fasermaterialien. So kann sie, bevor sie reißt, dreimal mehr Energie aufnehmen als zum Beispiel Kevlar, eines der stabilsten bekannten synthetischen Fasermaterialien. Wieso also hat dieses einzigartige Material, die Spinnenseide, noch keinen Einzug in die Industrie und Technik gefunden? Es mussten Lösungen gefunden werden, um dieses Biomaterial in großen Mengen produzieren und nutzen zu können. Selbst viele tausende eingefangene Spinnen würden nicht die qualitative Menge Spinnenseide produzieren, die industriell benötigt wird. Ja, die Idee war von Professor Scheibel. Er hat sich verschiedene Materialien angeschaut und war fasziniert von der Spinne, die ja über Millionen von Jahren sich spezialisiert hat auf diese Netze, auf die Spinnennetze und die entsprechend optimiert hat. Die Faser in den Netzen hat ganz besondere Eigenschaften, die schon vor Tausenden von Jahren aufgefallen sind. Die besondere Dehnbarkeit mit der Belastbarkeit, also eine Zugfestigkeit. Spinnennetze sind auch schon in der Wundbehandlung verwendet worden. Es gibt also eine ganze Reihe von Anwendungen, aber es ist eben noch niemandem gelungen, dieses Material biotechnologisch herzustellen. Und das war seine große Herausforderung und die hat er damals noch an der Universität, an der TU München, gelöst. Und damit sozusagen die Voraussetzung geschaffen für jetzt ein Unternehmen, was daraus Produkte schaffen wird. Um die außergewöhnlichen Eigenschaften von Spinnenseide in Materialzuwendungen nutzen zu können, ist eine großtechnische Produktion der Seidenproteine unumgänglich. Spinnen kommen zur Produktion nicht in Frage. Die Lösung des Problems lag in der Gentechnik. Zunächst wurde der Gencode der Spinnenseide entschlüsselt. Wir haben uns die genetische Information der Spinne genau angeschaut, die einzelnen Bausteine am Computer analysiert. Wir können die Bausteine jetzt so zusammensetzen, dass es für uns ein Produkt entsteht, was wir in Bakterien produzieren können. Und dieser Prozess, wie die Bakterien das produzieren, das findet statt in großen Bioreaktoren. Das ist bereits für andere Proteine wie Insulin seit Jahrzehnten etabliert und funktioniert sehr gut. Und wir können unsere Technologie jetzt quasi adaptieren, dass es ebenfalls in denselben oder in ähnlichen Bioreaktoren stattfindet, was natürlich für uns ein sehr großer Vorteil ist, weil keine komplett neue Industrie aufgebaut werden muss. Die Münchner Forscher bauten das Gen, das bei den Spinnen für die Produktion von Seide zuständig ist, in Bakterien ein. So wurden diese selbst zu kleinen Seidenproduzenten. Die gentechnisch veränderten Bakterien wurden in Nährflüssigkeit vermehrt und produzieren dann Tag und Nacht das Protein, aus dem Spinnenseide besteht. Ja, das ist das Schöne bei unserer Technologie, dass wir überhaupt nicht auf fossile Brennstoffe, Erdöl und so weiter zurückgreifen müssen, sondern die Bakterien ernähren sich im Prinzip nur von Zucker, Salz und ein paar Spurenelementen. Das heißt, sind relativ einfache Lebewesen. Die vermehren sich sehr schnell, ungefähr alle 20 Minuten kommt eine neue Generation. Und dadurch können wir in relativ kurzer Zeit auch sehr große Mengen an Bakterien und auch sehr große Mengen unserer kleinen Produzenten herstellen, die dann nachher das Material für uns produzieren. Erstmals ist ein Verfahren gefunden worden, mit dem sich Spinnenseide in ausreichender Menge herstellen lässt. Also Amsilk produziert ein Spinnenseidenmaterial, das ist ein Protein, was sehr vielseitig angewendet werden kann. Das ist genau die oder der Vorteil des Materials ist, dass wir es modifizieren können, anpassen können an Kundenwünsche, um neue Produkte zu entwickeln, neue Eigenschaften in Produkte einzubringen. Und wir können das modifizieren auf verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Sequenz der Proteinebene. Wir können die Sequenz verändern, um die Eigenschaften des Proteins nachher zu steuern. Wir können verschiedene Module einsetzen. Wir können verschiedene Proteine miteinander kombinieren. Wir können die Proteine nachträglich verändern, funktionalisieren, färben. Wir können dann aus diesen Proteinen Filme gießen, Fließstoffe herstellen, Fasern herstellen, Implantate beschichten, auch technische Beschichtungen machen. Und in jeder dieser Anwendungen steckt eine ganz andere Industrie dahinter mit anderen Anforderungen und auch wieder eine ganz andere Eigenschaft unseres
besonderen Materials des Spinnenseidenproteins. Das künstlich hergestellte Spinnenseidenprotein ist also dem Versuchsstadium längst entwachsen und wartet auf Einführung in die Produktion. Eine ganze Reihe von Interessenten ist bereits auf dieses Produkt aufmerksam geworden. Das Schöne heute ist in der Materialforschung, ist, dass die Kunden, die Anwender, schon sehr genau wissen, welche Eigenschaften sie verbessern möchten. Das heißt, sie kommen zu uns mit genauen Spezifikationen, mit der Frage, könnt ihr diese Spezifikationen erreichen mit eurem Material? Wir stellen das Material zur Verfügung, wir haben teilweise auch dann schon die Datenblätter für den Kunden und können dann relativ schnell in der Anwendungstechnik sehen, ob dieses Material eben für diese Kunden, spezifische Kundenidee anwendbar ist. In manchen Bereichen werden wir auch selber als M-Silk ein Produkt entwickeln bis zur Marktreife hin. Forschung und Entwicklung sind ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Der MIG-Fonds unterstützt deshalb aus gutem Grund zukunftsträchtige Schlüsseltechnologien. Also die MIG war natürlich schon ein großer Glücksfall für uns, weil hier nicht nur die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt können, um das alles hier aufzubauen, das Labor und auch die ganzen Sachen durchführen zu können, sondern weil einfach da auch die Expertise, die unternehmerische Expertise da ist und auch die Kontakte natürlich zu vielen anderen Unternehmen, die uns auf der einen Seite entweder helfen können oder die für uns Kunden sein können. Also das heißt, es ist das gesamte Umfeld, was natürlich auch für uns sehr wichtig ist. Eigentlich sind Spinnenweben im Haus eine unangenehme Sache. Für die Firma Amsilk jedoch war es eine lukrative Geschäftsidee.